Hallo Leute und willkommen mal wieder hier bei Biathlon Games von 2009. Ja, wie ihr seht, haben wir es so weit geschafft. Der Junior Cup geht weiter, Rennen 6 von 7. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir an und holen uns die erste, ja, richtige Siegeschance. Und dann schauen wir uns natürlich gleich noch sofort an, wie geht es weiter. Wird Anja Schneider den nächsten Cup, den es dann gibt, auch schaffen, oder wird es ihr dann ein bisschen zu schwierig? Also wir werden das jetzt sehen. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das jetzt weiter und auf okay. Okay, wir sind jetzt in Östersund in Schweden. Wetter 4 Grad, mittlerer Wind und Nebel. So. Und ein herzliches Willkommen zum Sprint in Östersund. Und es ist ein Sprint, das wollte ich gerade noch sagen, aber er hat mir das ja schon weggenommen. Gut, fangen wir am besten gleich mal an. Gut, wir machen natürlich erstmal wieder hier ein auf Geschwindigkeit. Dann braucht das auch nicht so viel. Dann würde ich hier 17 machen. Und hier die letzten 15, oder 13, Entschuldigung. Und so, jetzt sieht es doch wieder besser aus. Die Deutsche macht sich bereit, auf die Loipe zu gehen. Die Deutsche, genau. Ein sensationeller Auftakt, den sie da hinlegt. Jetzt zeigen wir allen mal, wie gut wir sind. Und machen hier einfach mal einen auf ersten Platz wieder. So, dass wir das erstmal hier weg haben. Ich hoffe, ich bin dann nicht im nächsten Cup wieder so gut. So gut, das hört sich doof an. Ich meine natürlich, dass das nicht wieder alles so einfach geht jetzt hier für mich. Ich hätte vielleicht den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher stellen sollen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Zeit. Und dazu sagt er, ich habe jetzt drauf gewartet, bis er mal was sagt. Ach ja, ein Satz mit X, das war aber nix. Okay. Ich habe mir aus dem mal was anderes noch überlegt. Ihr kennt dort zurzeit, dass viele jetzt hier Pokémon spielen und so. Und ja, ich habe auch wieder auf Heilfang gefunden und frage mich. Wie sieht Ihre Zwischenzeit aus? Ob ich vielleicht sozusagen auch ein Video machen sollte oder ein Let's Play machen sollte mit Pokémon. Ich hoffe, ja, dass ich dann vielleicht mit Biathlon eine kleine eine Sommerpause mache und das wieder ab Winter dann startet. So richtig. Und natürlich gucken wir uns am Anfang noch einmal ein paar Rennen an für die Frauen in der weiteren Klasse dann. Ich weiß gar nicht, wie diese Klasse dann heißt. Ja. Ich weiß das nicht. Die Nuzlocke Challenge, da habe ich ein bisschen Angst, dass es ich da ein bisschen behaue. Weil ich bin immer so gerne einer, der verliert gerne. Wenn es so wäre. Nun schlägt die Stunde der Wahrheit. Das erste Schießen steht an. Okay, was war zum Schießen, genau. Statt auf Platz Nummer 11. Getroffen, perfekt. Der hat gepasst. Ruhe. Treffer für sie! Der Schuss sitzt! Wow, das war jetzt Glück. Fünf Schuss, fünf Treffer, ein perfektes Ergebnis für sie! Die Zeit müsste jeden Moment angezeigt werden. Diese Zwischenzeit ist ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Sieg. Denke ich mir, da wird als nächstes dann nochmal so eine Verfolgung sein. Und da glaube ich, da könnte ich sogar letzter werden. Und ich jetzt geschafft. Aber man kriegt ja 50 Punkte. Da müsste du morgen aber auch weit hinten sein. Also ich jetzt immer alles offen, muss ich sagen, in der Zeit. Man muss eigentlich immer den ersten Platz so mehr machen. Vielleicht höchstens einfach den zweiten. Aber sonst immer gut gewinnen. Gleich wird die Zwischenzeit angezeigt. Mit der Zwischenzeit kann sie fürs Erste zufrieden sein, aber jetzt muss sie nochmal alle Kräfte mobilisieren. Wir
holen wir mal noch eine hier, wie du sie, wie ihr seht, oder wie du siehst, ne? Falls ihr mehrere seid, wie ihr seht. Ich hoffe. Ich weiß nicht, gerade so schrecklich gar nichts zu erzählen, aber ich wollte das gerne weitermachen für euch. Im Winter ist es ja gut angekommen, als ich es noch im Februar aufgenommen habe. Jetzt ist ja schon richtig Sommer. So, ein kurzer Blick auf Ihre Zwischenzeit. Deswegen denke ich, dass das vielleicht durch den... Ja, es ist eine Top-Zwischenzeit, auf der Sie sich allerdings keinesfalls ausruhen sollte. Dass deswegen dann auch das nicht mehr so gut angeguckt wird. Aber sagen wir es so, deswegen würde ich da wohl eine Sommerpause machen. Ich drück gar nicht mehr. Was ist das? Wieso drückt das noch? Das war jetzt fies. Ich weiß leider nicht, was das gerade war. Das hatte ich noch nie gehabt. Ein Fehler des Spiels, ein Fehler von mir, meine Tastatur vielleicht totaler Dreck oder wie. Ich weiß es nicht. Aber wir sind ja noch in Führung. Das sah alles sehr gut aus bis jetzt. Hoffen wir, dass auch das zweite Schießen gut für Sie läuft. Anja Schneider schafft das. Volltreffer! Sie beweist eine ruhige Hand. Perfekter Schuss. Treffer. Das hat so lange gebraucht, das hatte ich noch nie. Aber, naja. Fünfmal getroffen und ich bin mir sicher, sie hätte auch ein sechstes, siebtes und achtes Mal getroffen. Gleich werden wir wissen, was ihr Auftritt hier wert ist. Das ist zwar noch nicht der Sieg, aber mit dieser Ausgangslage ist jetzt wirklich alles möglich. Ach Mensch, ist das schon toll. Nach einer Zeit ist das Spiel auch anstrengend. Es macht nach einer Zeit auch nicht so wirklich Spaß, wenn man immer Erster wird. Deswegen habe ich vielleicht auch so eine längere Pause gehabt. Und die Zeit auch nicht genutzt, wenn ich es immer hatte. Aber ich gebe mir beim nächsten Mal Mühe. Das ist bei den nächsten Spielen nicht der Fall sein wird. Ich möchte ja gerne... Wir sind gespannt auf die Zeit. Bisher ein absolut makelloses Ergebnis. Ich möchte euch natürlich Treue halten. Ja, und wer kommt da? Der Robert. Und die Tür ist wieder zu. Jetzt holen wir uns einfach mal den Sieg. Welche Zwischenzeit hat sie wohl erzielt? Gleich wissen wir mehr. Die alte Bestmarke ist Geschichte. Das war die beste Zeit bisher. Und Anja läuft und läuft und läuft und läuft und zeigt, dass sie es kann. Das muss ich jetzt ganz schnell laufen. Yay. Und sie hat es geschafft, als erste sogar reinzukommen hier. Und damit hat sie das Rennen gewonnen. Ein toller Erfolg. Schweiz in Österreich. Boah, das ist nicht normal. Eine ganze Minute. Das hatte ich ja auch noch nicht gehabt. Was hat Nancy Ford damit gemacht? Aber hier sieht man gleich, Österreicherin Herschel hat es auch diesmal gut gemacht. Und Handelgraf auf Platz 7. Ich bin stolz auf sie. Oh, wo ist Duval? Was hat sie nur gemacht? Also, und Italien hat es ja total versaut. Ich finde eigentlich auch nicht so. Obwohl Yamamoto und hat nur 7 Fehler, macht trotzdem so eine Scheiß. Leistung. Ah, egal. Wir machen jetzt weiter. Wir haben es jetzt so gut jetzt geschafft. Haben jetzt die nächste Goldmedaille geholt. Klasse Sache. Ja, ich glaube, jetzt könnten wir verlieren. Wir bräuchten noch 50 Punkte.
runter sind, ist Duvang immer noch nicht mit vorne. Aber Nancy Ford hat sich trotzdem gut gehalten auf den Plätzen. Okay, machen wir jetzt einfach weiter. Ja, holen uns den nächsten Sieg. Und es ist...